Aufnahme starten, Timer starten. Hi, jetzt Part Nummer 5. Sind wir live? Ja. Der Graf und das Luxi wieder hier, ne? Richtig. Immer noch am Echern. Ich hab mal Facecam angemacht. Weiß ich nicht warum. Geil. Hauen wir mal raus. Damit man einfach dein Pushkin schnappst. Den habe ich jetzt genießen darf. Genau, den habe ich aber jetzt ausgewechselt in Dingsbums. Ab 18. Ja, Super Mario ab 18. Super Germany. Mario zu. Super Mario. Ah, schön, ich heb noch ein. Du wirst lachen, es gibt ein richtig krasses Hentai Peach Game. Von Mario. Ne, nicht Mario, da ist die Peach dran. Der Mario ist entführt und die Peach muss halt gegen die Goombas kämpfen. Die haben aber anderes Interesse bei einer großbrüstigen Prinzessin. Und die kann sie auf zwei Wege halt besiegen. Entweder springst du drauf oder sie hat Spaß mit denen. Frag mich nicht, warum ich dir das jetzt erzähle. Jetzt tun sich Abgründe auf. Jetzt darf ich mich nie wieder auf YouTube blicken lassen, weil ich so ein... Ich weiß nicht, wann habe ich denn das gespielt, als das neu rauskam? Spielt man als Peach oder als Goomba? Man spielt als Peach. Also hast du jedes Mal quasi die Wahl, ne? Ich habe die Wahl, entweder springe ich auf den Typen drauf oder knall die drauf Gegner. Draufhüpfen oder dranhüpfen. Ja, und vor allem gibt es halt immer, je mehr Münzen du sammelst, desto kranker werden diese Dingsbums. Also kranker werden diese Szenen. Also beim ersten Mal oder so, ey, da ist die Peach halt, verliert einfach nur ihre Klamotten und ist peinlich. Und wenn sie halt 10 oder 15 Münzen mehr hat, dann gibt die halt auch mal schon einen Titjob und Blowjob und später verliert sie dann ihre Jungfräulichkeit bis hin zum Gangbang. Ekelhaftes Spiel, ey. Okay. Ekelhaftes Spiel. Oh, widerlich. Speichern und weiter. So, ein Geheimstern des Schlosses haben wir schon. Weißt du, so Infos haut der Graf einfach mal random raus, während ich hier gemütlich in mein Schinken-Käsebrot beiß. Oh ja, geil, Schinken. Oh, don't beat your meat. Den Spruch habe ich gesehen bei so einem scheiß Pop-Up-Dingsbums-Fenster, wo dann so eine Tussi so einen glitzernden Arsch mit einem Stück Steak haut. Und da steht da, don't beat your meat. Und dann so eine heiße Braut, die nichts Besseres zu tun hat, als irgendwie den Arsch von so einer Pornotroller mit einem Kotelett zu verprügeln. Und ich dachte so, geile Scheiße. Ein bisschen Glitter dran, feuerfrei. Können wir mal gucken, ne? Ja. Es war halt wirklich nur ein Sekunden. Schneiden wir raus. Ey. Ja, natürlich. Schneiden wir alles raus. Ich will jetzt wieder der Running Gag von dem LP. Schneiden wir raus. Warte mal, zumindest was ist denn so noch im Tauche in das Schiffswrack. Oh, das ist doch dieser komische Kackaal, ey, du elender Aal, du Lümmel. Mit dem... Jetzt, wo wir schon von Porno und langen Schlangen sprechen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie er heißt, aber der Typ hat da auch Kano, einen Namen, so Kano hieß der. Der Alkano. Ah, genau. Guck ihn dir an, Alter, wie er da drin lauert. Ja, dieser Lümmel, ey, der wartet doch nur auf die Peach, ey. Ja, bis mein geiler Mario-Arsch vorbeischwimmt. Deadass, please give me deadass. Wie war das bei dir? Du hast es stundenlang probiert, hast es verkackt, bist du dann... Oh. Psst. Und dann bist Warum du... Warum merken sich die Leute eigentlich immer nur die Szenen, wo ich verkacke? Und dann hast du halt erzählt, dass du wieder nach oben schwimmen musstest und dann kam die Drecksau raus. Aha. Nee, oder? Also doch, der ist draußen. Hat das Loch freigemacht. So, Mario, oh, jetzt rein ins Loch. Das ist wenigstens offen, nicht so das wie von der Peach. Ein Gute. Nein, diese Kack! Ich glaube, das war die letzte. Ist mir egal. Nee, die erste. Fast hätte ich ihn gehabt. Ja. Yay. So. Dieser Controller. Ich vergesse immer, dass ich jetzt dieses Clip-Mikrofon anhab und dass ich mich nicht immer so nach vorne lehnen muss. Boah, beim ersten Mal geschafft, ey. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich hier gerade tue, aber es war gut. Die Macht des Suffs, Leute. Auf jeden Fall. Schnell, hinter zur Box. Ah, stimmt. Oh nein. Schwimm, Mario, schwimm. Sonst schiebe ich dir eine glühende Büroklammer in dein Perzenloch. Nein. Oh. Ja, geschafft. Geil.
So, duck dich und feuer frei. Yes. Ich hab's noch drauf. Ich besorg's dir die ganze Nacht, Baby. Ich bin nachtaktiv. Schneiden wir raus. Ja, natürlich. Für die Leute, die mich kennen und das Let's Play sehen, ich bin zu faul. Ich schneide gar nichts raus. Ja, ich bin ja kein Gronk oder kein Hand of Blood, der einen eigenen Cutter hat und ein eigenes Team. Grüße gehen raus an beide. Also wie gesagt, so... Ein großer Fan. So. Warte, was muss ich denn jetzt machen? Ey, ich mach mir... Hier steht's. Locke den Alcano heraus. Wie gesagt, Gronk finde ich ja an sich ganz gut, weil der noch so ein bisschen, wie gesagt, so ein bisschen Niveau halt hat, was halt Anstand und so angeht. Den Hand of Blood, den feiere ich überhaupt nicht. Ah, ich mag Hand of Blood sehr. Ich habe momentan gerade wieder sehr viel von ihm. Okay, also Green, ich weiß nicht, ich finde irgendwie... Die Rennrunde und sowas. Ah, ich weiß nicht, also ich habe jetzt auch nur seinen Dingsbums gesehen, sein Gothic 2 Let's Play, und da fand ich das irgendwie so ein bisschen komisch, wie er das so gemacht hat. Aber wie gesagt, ich gucke halt gar nicht so viele. Also ich bin halt eher so der Typ, ich gucke nicht so viele YouTuber, aber dafür gucke ich genau... Wow! Oh ja, komm, lutsch mir die Eier, du Noob. Ups. Hm. Eier gelutscht. So. Ich hab nicht gedacht, dass ich noch so viel... scheiße, verkackt. Nee, Schneid mal raus. Auf jeden Fall. bin ja nicht so der Typ, der so viele unterschiedliche YouTuber guckt. Dafür gucke ich die immer konstant. Also, richtig, wie gesagt, ich persönlich gucke auch ganz wenig, vielleicht 4-5 höchstens. Und bei mir ist es, glaube ich, sogar noch weniger. Wie gesagt, ich gucke halt manche Sachen aus so hier so Bro-Fist-Aktionen, ja, weil einfach geil. Hier so Community-Gedöns und so ein Kram. Manche Gronk-Let's-Plays gucke ich ganz gerne, aber nicht alle. Weil mich einfach nicht alle Spiele interessieren. Also ganz ehrlich, ich mag Gronk total, aber ich habe in meinem ganzen Leben erst 2 oder 3 Gronk-Videos geguckt. Mehr nicht. Also ich gucke mir dafür halt ganz gerne manche Let's Play-Projekte mehrmals an. Und ja, das nicht. Yo, pass auf, Mann. Ah. Wow! Shittibus! Alter, der meint's ernst. Der will wieder an die Balls. Ja, der will mir wieder die Eier lutschen. Sorry, aber die Peach hat wesentlich einfachere, smoothere Lippen. Ey, ich hab den Stern gehört! Du Pissnelken, Knödel, Dödel, du Pro-Piekser, du Poloch-Schnupperer, du Rosettensammler, ey, bleib hier! Ich will an deinen Arsch! Also hier, Alter, geht's wieder richtig los. Cartman wird eifersüchtig. Packst du das in 3 Leben noch dahin? Ja, nö. Es sei denn, er gibt dir nochmal ein Tail-Slap. Ein Dick-Slap, je nachdem. Los, Mario, los! Tief Luft holen! Ja, doch, schafft. Ja, easy. Yeah. Sehr schön. Hoch die Hände, Wochenende. Tassen hoch. Trink ein. Ich heb hier gerade mein Glas dir entgegen. Boah, Alter. Jo. Boah. Also wie gesagt, ich gucke ganz gerne, wie gesagt, manche Sluxy-Videos gucke ich halt immer noch sehr gerne, also Projekte insgesamt. Ne? Ich mache es dann halt so, ich lasse dann so eine Playlist laufen und lasse die dann ablaufen. Und schlaf dann ein dazu, kenne ich. Schlaf dann bei Sluxys zarter Stimme natürlich ein und am nächsten Morgen werde ich auch richtig schön geweckt von einem Guten Morgen, du elende Ratte, du Klostein, du Müllbeutel ohne Deckel mit unendlich Hunger, du keiner mag dich, Yoshi. Da fängst du natürlich super an. Mein Pilz ist weg. Yoshi, alles deine Schuld. Warum gibt ihr mir keine Feder? Verdammt nochmal! Scheiß Heckersteller, ey. Gott, gehört den Videos geguckt. Ach ja, die Slaxer. Früher war alles noch Gold, was wir produziert. Ja. Dieser Typ. Leute, lasst mich euch etwas über Wishes verraten. Dieser Typ verläuft sich in einem geraden Gang. In einem geraden Gang. The Wishes ist auch so als eine Legende, der Trottel. So, sie gehen raus. Im Game ein bisschen trottelig, ja, vielleicht auch gespielt, weiß ich nicht ganz, ich kenne den nicht so gut. Nee, was Kommentieren angeht, ey, also Leute bei der Stange halten und so ein Kram, muss man sagen, ey, ein super Typ, ja. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, da habe ich den echt kennen und lieben gelernt. Sein Evil... Boah, eiskalt, ey.
Sein Medieval-Let's Play verfolge ich gerade aktuell sehr gerne. Freue mich über jeden neuen Part auf jeden Fall. Und ja, Wishy, falls du das jeweils sehen solltest. Irgendwas habe ich getriggert. Yay, ein Sternchen. Ein Stern, du. Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen, lieber Mariönchen. Nice. Ja. Was ich auch immer sehr gerne gucke, sind diese ganzen N64-Rollenspiele, obwohl sie mir ziemlich ähnlich vorkommen. Gerade wenn du jetzt Banjo-Kazooie und Donkey Kong 64 hintereinander guckst. Oh ja. Fühlt sich so an, ziemlich viel. Fühlt sich an wie dieses Skyrim-Syndrom, aber es sind halt N64-Titel, ne? Also schon sehr geil gemacht. Gucke ich beim Sluxy ganz gerne. Wie gesagt, manche Kong-Let's Plays gucke ich ganz gerne. Bird the Nerd habe ich auch ganz gerne mal geguckt. Finde die 8 roten Münzen, die sind auf dem Schiff. Bird the Nerd? Kenne ich jetzt nicht. Nee, der hat auch schon vor Jahren seinen Kanal komplett gelöscht. Der hat mal einmal ein richtig gutes Gothic 2 Let's Play gemacht. Also, weil er das Spiel halt wirklich kennt. Das finde ich immer sehr schade, wenn Leute ihre Projekte, auch wenn sie nicht mehr auf YouTube aktiv sind, aber wenn sie ihre Projekte, ihre Videos löschen. Weil, lass sie doch einfach stehen, es tut doch keinem weh. Und Leute freuen sich. Ja, der hat ja seinen Kanal komplett alles gelöscht. Alles. Schade. Und der hat halt Gothic 2 in meinen Augen episch legendär gemacht, weil der kannte das Spiel in- und auswendig. Hat halt auch knapp 180 Parts dafür gebraucht, weil er sich Zeit genommen hat. Er hat erklärt, warum und allem drum und dran. Und das habe ich mir auch 2-3 Mal reingezogen. Dann waren die Videos alle weg, Kanal weg, komplett. Ich fand es sehr, sehr schade. Und das hat mich auch dazu animiert, selbst mal ein Gothic 2 Let's Play zu machen. Genau mit diesem Wissen, was ich von ihm halt mitunter habe und selbst auch noch habe. Ja, und dann habe ich einfach ihn zu Ehren das Let's Play durchgezogen. Sehr schön. Erinnert mich an meine Final Fantasy. Da hast du ja auch teilweise 200 Parts. Das stimmt, ja. Also ich meine, so große Projekte sind immer ganz geil. Da bin ich ja auch gerade im Stream so ein bisschen am gucken. Da bin ich ja auch in den Stream so ein bisschen am gucken, was ich da so... wie heißt's? Ich habe ja gerade Witcher 3 am Laufen, ist ja auch schon nah am Ende dran. Also auch so ein Stream-Projekt, was sich wirklich durch meinen Channel halt zieht. Also wenn man die Streams halt nicht verfolgt, hat man halt Pech gehabt, weil ich ja so ein kleiner Freund bin von wegen, es muss nicht alles. Warte mal, waren wirklich nur 4 von den Münzen auf dem Schiff oder 3? Du hast einiges vergessen, vor allem diverse Muscheln auch. Ach, also stimmt, wenn du stimmt, auf die 8 Münzen gehen willst. Ich dachte, die wären alle auf dem Schiff. Waren sie ja nicht. Willst du die mit den 100 Münzen kombinieren, oder? Ja, komm, machen wir es mal. Dann gehe ich erstmal in die Höhle. Genau. Naja, auf jeden Fall war ja das der Grund, warum ich Gothic 2 Let's Play habe, so gut ich konnte. Und deswegen konnte ich es von Mushes gar nicht angucken, weil er halt ziemlich viele EXP halt an die NPCs verschwendet hat. Ja, der... Ja. Ja, und deswegen, ja, Blind Let's Plays, also Gothic 2, ich bin ja auch echt so der Typ, der halt die Games so ein bisschen entscheidet und sagt, okay, passt das Game für ein Blind Let's Play oder passt es nicht? Gothic 2 nach des Raben, wenn man weiß, dass jede verlorene Erfahrung halt wirklich komplett weg ist, wirklich weg. Und ja, später halt jedes verlorene Level, was du dadurch nicht bekommst, halt deinen Status halt runterhaut, kannst du da halt viel kaputt machen und dann bist du irgendwann spätestens in der Drachenjagd dabei und kannst einfach nicht mehr genug Damage machen. Da kenne ich mich halt aus, weil Gothic 2, ich habe es zwar beim Wishes geguckt, aber auch nicht ganz und selbst habe ich es auch... Oh. Das habe ich auch noch nie gesehen. Und selbst habe ich es halt auch noch nie gespielt. Also wie gesagt, ich habe es halt geschafft in 98 Parts. Aber 98 ist halt auch schon eine Hausnummer. Und von daher kann ich dir das mal empfehlen. Ich habe das meines Wissens nach gut gemacht. Also so gut ich konnte halt. Habe auch jeden Schritt erklärt, warum ich gerade was mache. Und habe aber auch viele Fail-Passagen drin, wo einfach drin ist, hier, ich bin im zweiten Kapitel, habe das Addon durchgemacht, kann mich mit den Orks anlegen, aber kann mich nur mit einem Ork anlegen, nicht mit zwei. Also viele Tode drin, viel Try and Error. Aber es hat sich halt gelohnt. Wenn das Mintal halt schon leer ist mit dem Respawn vom 4. Kapitel aus der Drachenjagd, sieht das alles schon ein bisschen anders aus.
Naja. Jo, auf jeden Fall kann ich das halt wirklich mal empfehlen. Das ist eigentlich ganz cool. Die ersten Videos sind ein bisschen fehlgeschlagen, weil erst im Stream und dann doch nicht. Und dann hatte ich halt keine Lust, 5 Stunden nochmal zu spielen, gerade bei Gothic 2. Und dann sind die ersten Parts ein bisschen dunkel gewesen. Liegt einfach an der technischen Aspekt, dass alte Spiele, gerade alte PC-Spiele, weil es hat mit OBS nicht funktioniert. Liegt einfach daran, Gothic 2 ist, wenn du es spielst, emuliert es sozusagen einen extra Desktop. Das ist auch der Grund, warum du zum Beispiel bei Drücken der Windows-Taste nicht diese Taskleiste hochziehst. Aha. Das bedeutet, die alten Spiele, die haben keine, die benutzen nicht die Anzeigeeinstellung oder so von Windows, sondern die emulieren sozusagen einen weiteren Desktop und laufen dann da drauf, sozusagen wie als würdest du einen imaginären Monitor benutzen. Und deswegen hat OBS manchmal Probleme, das zu finden. Okay. Darunter habe ich dann Shadowplay genommen. Allerdings, Shadowplay benutzt die Videodaten vom Videocodierer und manche Spiele greifen nicht auf die Helligkeitseinstellung von Dingsbums, von den Codierer-Titeln. Das bedeutet, die Helligkeitseinstellung im Spiel kannst du mit Shadowplay nicht erfassen. Das bedeutet, das Spiel ist halt von vornherein, von den Standardeinstellungen, sehr, sehr dunkel. Das bedeutet, nachts siehst du nichts, auch auf dem Video siehst du nichts. Das ist mir bei meinen LPs auch passiert. Ich meine, bei. Genau. Bei Oxygen Not Included zum Beispiel habe ich in der Nachbearbeitung heller stellen müssen. Mhm. Genau. Da ich ja keine Nachbearbeitung mache, ist es halt so, dass ich durch den Mod, also erst habe ich halt Fenstermodus gemacht, aber das Problem ist, da hat OBS den Shit zwar genommen, das Problem dabei war allerdings, dass ich dadurch einfach nicht die Möglichkeit hatte, für mich das Spiel heller zu stellen. Okay. Da gab es auch wieder ein Encoderer-Problem. Und irgendwann habe ich gemerkt, manchmal schafft es OBS es doch einzufangen. Von daher. Also, nee, das habe ich jetzt leider nicht erlebt. Entweder OBS macht von vornherein alles richtig bei dem Spiel, also es ist halt spielabhängig, oder es sagt ab dem ersten Part schon, hey, Achtung, alles dunkel, alles schwarz, bitte nachjustieren. Genau. Und ich habe halt gemerkt, okay, OBS nimmt es auf, aber sehr dunkel. Ah. Oh, scheiße, ja komm, die 3 Münzen kriege ich vielleicht auch so. Dann habe ich halt so gemacht, dass OBS den Shit halt irgendwann aufgenommen hat und es war alles super. Nur war halt die Bildschirmeinstellung hell genug, aber OBS hat es halt nicht genommen. Es hat halt nur den Standard genommen. War an sich kein Problem, weil in OBS kannst du ja Color Keys einstellen, wo du einfach das Bild höher schalten kannst. Von daher habe ich das einfach so gemacht. So, ich habe jetzt eine der roten Münzen als letztes. Ist nicht so geil. Deswegen werde ich jetzt nochmal versuchen, hier rüber zu kommen. Wegen der Hunderten dann? Ja, ach, Kacke, Mario, ich schwör's dir, ich kack dir in die Lasagne. Du kriegst Lasagne mit Pferdefleisch. Dreckig. Hätte ich jetzt aber auch Bock drauf. Lasagne mit Pferdefleisch? Ich hab so einen Hunger, Alter, ich würde alles essen. Weißt du, wo Pferdefleisch richtig gut schmeckt? Ist das jetzt ernsthaft gemeint? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Im Sauerbraten, Alter, weil der echte, der originale Sauerbraten wird ja aus Pferdefleisch gemacht. Ich liebe Sauerbraten. Okay. Ich weiß, keine Ahnung. Also wird jetzt. Mir ist egal, ob da Pferd, Huhn, Wild oder Schwein drin ist. Alles. Ja. Wie gesagt, ich bin ja auch kein Freund von sinnlosen Jagden. Ja, sinnlos Tierjagen war aus Spaß an der Freude. Aber ich bin das auch so nicht, also wenn du das Tier verwerten kannst, dann ist es okay. Wenn du richtig, hast, das meine ich. Wenn ich das Tier halt esse, dann ist für mich die Jagd in Ordnung. Wenn ich allerdings einfach nur ein Tier jage, um mir die Trophäe an die Wand zu jagen, sage ich, nee, dann ist es halt falsch. Nee, finde ich auch nicht gut. Ja, wie gesagt, im Gartenlandschaftsbau, als ich da noch die Ausbildung gemacht habe, mein Chef war halt Jagdpächter. Und da war halt Jagen vollkommen in Ordnung, weil ich wusste, okay, der Typ hat eine Lizenz, der macht's richtig. Der kümmert sich aber auch um sein Jagdgebiet. Das bedeutet, wenn er zum Beispiel im Winter extrem krass ist, hat er auch mal eine Wildtierfütterung gemacht. Ah, oh, schön, ja. Und solche Sachen. Also das sind alles so Sachen, die halt in der Regel Wilderer nicht machen. Aber in Deutschland, wenn man einen Jagdschein hat und einen vernünftigen Jäger hat, macht er das halt auch.
und weiß auch, okay, ich schieße auch nicht übertrieben viel. Hauptsache, ich habe ganz viel, ganz vieles, ganz gutes Jagdschussverhältnis, sondern ich jage nur das, was halt, was ich erstens verwerten kann und zweitens beobachte ich auch den Nachwuchs, um sicherzustellen, dass ich halt eine nachhaltige Jagd besorge. Und insofern ist Jagd es ja dann auch dein Gebiet als Jäger. Genau, Jagd in Deutschland ist halt darum kümmern muss. Jagd in Deutschland ist halt in diesem Sinne eigentlich auch ganz gut, weil Deutschland hat halt aktuell noch keine Raubtiere. Also das ist auch für die Population der Bäume eigentlich ganz gut, weil Rehe im Winter sich vom Baumrinde ernähren. Und wenn es zu viele gibt, gehen dadurch so viele Bäume kaputt, dass es nicht mehr nachhaltig ist. Das soll jetzt natürlich nicht heißen, dass alle irgendwie anfangen sollen, hier, was weiß ich, alles aus dem Wald rauszunehmen. Das machen ja immer auch ganz, ganz gerne Menschen. Es gibt natürlich Gesetze und allem drum und dran, wie viel du jagen darfst, wann du jagen darfst und so weiter und so fort. Also da sind die deutschen Gesetze sehr, sehr gut, muss man sagen. Der kommt nicht mehr klar, ja. Und von daher, jo, mein kleiner Bruder auch. Der ist jetzt auch immer ganz gut und vor allem es ist das gesündeste Fleisch, was du kriegen kannst. Ne? Ja. Während alle Leute sagen, ja, reiche Tierhaltung und allem drum und dran, gehe ich nach der Jagd zusammen zu meinem Bruder, klatschen 20, 30 Euro auf den Tisch, krieg 2-3 Kilo Wildschweinbraten und weiß, da ist nichts mit Chemie, da ist nichts aus Tierstallhaltung. Ey. Der hat das Ding geschossen, kostet natürlich auch. Da ist gut, kein Antibiotika-Tier. Ja. Genau, das ist wirklich nur Waldzeug und es schmeckt auch. Alter Mario, kriegst du auch mal den Kackspringen hin? Kriegst du den Scheiß doch mal gepackt? Wir sind doch schon über der Zeit, wir sind schon bei 22 Minuten ungefähr. Das ist das 30. Mal, oder? Der hockt den Stern holen sitzt. Ja, auf jeden Fall weiß ich auch, gut, ich weiß nicht, was für Preise der bei anderen macht. Ich als Bruder krieg natürlich Sonderkonditionen. Ja, wenn ich halt sage, ja, ich hab jetzt... Ja, auf jeden Fall, ich schieb's auf den Controller. Seht ihr ja, genau, dass ich eigentlich die Knöpfe richtig drücke. Ich weiß nicht, ob du das so... Du schneidest die Kurve zu sehr. Nein, Mario! Mann! Du hast einen Linksdrall. Ja. Ich schwör's dir, Mario, ey. Ich spring da rein, fessel dich auf den Stuhl und knall vor deinen Augen die Peach und die Rosalina zeitgleich. Und du musst zugucken. Das ist eine Strafe. Ja, das hat er gehört. Ja, guck, weißt du, jetzt kaum sind die Frauen ein bisschen in Gefahr, schon kriegt das hin. Oder auch nicht. Oh, Mario, ich schwör's dir. Alter. Sag mal, was soll das denn? Okay, mach ich's anders. Oh, Gott sei Dank, endlich. Ich hab zu wenig getrunken, diesen. Ja, stimmt. Nächsten Part müssen wir wieder Gas geben. Muss er wieder schiffen. Ja, hoch die Tassenwochenhände. Genau. Alter, der haut. Alter! Haut nicht so lang. Ich meine, die zwei Brote, die haben mich jetzt etwas restauriert, aber. Speichern und weiter. Du hast 30 Powersterne gesammelt. Jetzt kannst du die Tür mit dem großen Stern öffnen, aber warte noch einen Moment. Wieso? hast du die beiden Säulen in den Boden gestampft und du hast doch wohl nicht deine Mütze verloren, oder? Soweit bin ich doch noch gar nicht, du Kack-Spoiler-Moiler. Und ich muss die Maus rausholen. Also nächster Part geht's beim Slugs wieder weiter mit dem Vollsuff. Sekunde, am Beginn jeder Welt erhältst du einen Hinweis, wo der nächste... Ja, das wissen wir doch schon. Das sagst du uns in der vierten Welt, du Arsch. Oh, ey, no shit. So, System... Abmoderation. Danke fürs Reinschauen. Lasst einen Kommentar da und... Boah, der hat richtig gebrannt in der Röhre. Der kam von ganz unten, Alter. Der kam aus tiefstem Herzen. Kennst du diese Blowjob-Folge von South Park? Komm auf die Knie und öffne, wie ein Blowjob kommt doch nicht vom Mund, sondern vom Herzen. Nein. Also ich geh auf die Knie und öffne mir dein Herz. Im Süden gibt's noch ein bisschen Internet, Alter. Das zählt die Folge, kenn ich. Das war ein Geist. Das ist alles... Porno. Okay. Beim Slugs hier geht's gleich weiter. Haut rein, macht's gut. Tschüss.